Sie ist knapp 700 Meter lang, 200 Jahre alt, erinnert ein wenig an die chinesische Mauer und trennt zwei Alpen. Die Rede ist von der Grenzsteinmauer Iversgund im Bregenzer Wald. Im Rahmen des Walserherbstes konnte dieses Bauwerk erwandert und erlebt werden. Beim Festival Walserherbst hat man schon immer gern über die Grenzen des Tals hinausgeschaut. Und so treffen einander auf dem Gerachsattel Wanderer aus dem Bregenzer Wald, dem großen und dem kleinen Walsertal. Einst lag hier eine Uralp, eine riesige, ungeteilte Alpfläche. Die Lesesteinmauer war nicht Grenze, sondern Biotop, Weidezaun und noch viel mehr. Es weiß natürlich jeder Alpler, eh und auswendig, wenn man Stein rumpft, dann gibt es mehr Weidefläche. Jeder Stein ein Maul voll Gras. Und so haben wir natürlich die Weidefläche gehörig vergrößern können. Mit einer Länge von 700 Metern stellt diese Bruchsteinmauer ein beeindruckendes Kulturerbe dar. Unwillkürlich fallen einem Vergleiche ein mit der chinesischen Mauer oder der Baukunst der Inkas. Wenn man schaut, wie sich die Mauer in die Landschaft einfügt, über die Kanten, über die Äcker, über die Dolen, ist das wirklich ein Kunstwerk. In dem Gebiet gibt es zwei Arten von Stein. Das ist der Schrattenkalk, so ist wie der Eifer da nicht. Und da ist zusätzlich ein anderes Gestein, das ist der Brisi-Sandstein oder der Grünsandstein. Und der ist zum Mauermachen viel dankbarer. Der ist kantiger, eckiger. Da kann man natürlich wirklich eine perfekte Mauer machen. Das ging beim Schrattenkalk nicht so gut. Die Elbler haben sich im Gemeindearchiv kundig gemacht. Die Mauer wurde vor genau 200 Jahren gebaut. Wir haben hier Unterlagen in unserem Archiv und das geht aufs Datum zurück. 1816 haben sie diese zwei Alpen, da einmal Alp Iversgund und die Alpe Halden, sind die Obmäher und die Alpmeister zusammengekommen und haben da den Beschluss gefasst, dass man da eine Mauer macht und haben sie auch genau dokumentiert, die Breite und die Höhe für den Mauer. Also 3,5 Fuß Breite, 4 Fuß Höhe und auch die Kosten, wo der Stand von Alpa, wie das aufgeteilt ist. Und anschließend wäre die Erhaltung wäre ebenfalls nicht dokumentiert. Dass die Mauer restauriert wird und damit erhalten bleibt, das wünschen sich die Wanderer, die dieses Kulturerbe bewundert haben.